begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ich begrüße auch unseren Geschäftsführer Sport Uwe Stöber und Cheftrainer Hans-Jürgen Boysen. Zum Spiel gegen Düsseldorf wird im Rahmen der Aktion Danke ans Ehrenamt bekommen ehrenamtliche Mitarbeiter, die eine Ehrenamtskarte vorweisen können, freien Eintritt. Aber ansonsten hoffe ich, dass an dem Spieltag nichts weiter verschenkt wird, oder Herr Boysen? Ja, schönen guten Tag, auch nach zwei nicht so schönen Spielen, was die Ergebnisse angeht. Aber zurückblickend stelle ich für mich trotzdem fest, auch wenn das Ergebnis nicht nach unseren Wünschen war, dass wir in Hamburg und in der zweiten Halbzeit in Stuttgart Fußball gespielt haben, mit dem der Trainer sehr gut leben, sehr gut umgehen kann. Es gab auch in diesem Spiel natürlich, wie in fast jeder Begegnung, Schlüsselszenen. Die erste war leider zu früh in der vierten Minute und da weiß man nur zu gut, dass bei einer aktuell nicht nur in der Bundesliga, sondern auch im Pokal einer Mannschaft, die sehr gut drauf ist, wie den VfB Stuttgart nach einer 2-0-Führung, dass es da ganz schwierig ist. Und trotzdem hat die Mannschaft sich aufgebäumt und versucht zu verkürzen. Und also insofern gibt natürlich auch diese Begegnung wieder der Mannschaft Zeichen für die anstehende Partie oder für die anstehenden Begegnungen, die wir sicherlich vor der Winterpause zum einen noch vor uns haben, zum anderen aber auch noch so zu unseren Gunsten lösen wollen, dass wir auf ein Punktekonto kommen, mit dem wir auch in die Winterpause gehen können. Der nächste Ansatz steht uns am Sonntag bevor, war die nächste Möglichkeit, und es bleibt, wie bei den letzten zwei Begegnungen auch, eine hervorragende Mannschaft, auf die wir treffen. Und auch da gehe ich davon aus, dass wir uns an der Qualität des Gegners wieder hochziehen können. Wir brauchen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gegen diese, auch im Sturm sehr erfolgreiche Mannschaft, die mit Rösler, mit Bröker, mit Beister insbesondere, der in einer Topform, der in Erstligaform spielt, aus meiner Sicht hervorragende Leute haben, die treffsicher und brandgefährlich im Torabschluss sind. Ja, in der Defensive stehen sie sicherlich auch sehr ordentlich, aber es ist natürlich so, dass sie mit Lamberts eine wichtige Figur verlieren, der definitiv ausfällt. Angeblich soll Ilse im Kader nicht zur Verfügung stehen mit einer Sprunggelenksverletzung und auch Langenecke ausfallen. Somit würde beim Gegner eine Umstellung in der Abwehrformation im Mittelfeld vonstatten gehen. Und ja, egal, ich sehe in der Vergangenheit die Begegnung gegen Düsseldorf, insbesondere zu Hause, positiv. Da haben wir in den letzten zwei Jahren gewonnen und sicherlich in Düsseldorf nicht so erfolgreich, aber wir haben ja nun mal ein Heimspiel und deswegen glaube ich natürlich auch daran, dass wir gegen Düsseldorf eine gute, aber auch eine erfolgreiche Partie absolvieren können, zumal unser Kader wieder Alternativen, mehr Alternativen hergibt. Sven Müller scheidet aus, der mit dem Reizerguss im Knie, obwohl er nicht gespielt hat, nicht zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite haben wir im Trainingsbetrieb mit Andy Dorlen vollständig genesen, wieder mit Moma Anchai, Babacar Gaye ist jetzt auch wieder so im Trainingsbetrieb, dass wir sagen dürfen, die Alternativen stehen Gewehr beim Fuß, und ich denke, dass nach wie vor die Motivation bei jedem Einzelnen groß genug ist, um sich auch an dieser Aufgabe wieder zu steigern und hineinzubeißen. So viel zu der personellen und sportlichen Situation am Sonntag. Es gibt sicherlich nicht nur bei uns, sondern bei einigen anderen Vereinen auch das Ziel und auch die Motivation, einem Gegner die erste Niederlage beizubringen. Es gibt zwei Mannschaften, die bisher in der Saison noch nicht verloren haben, meines Wissens. Das ist Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Und auch das ist ein Ansatz, weil jede Serie geht mal zu Ende. Und wir sind nun mal die Nächsten, die sie knacken können. Und wir werden alle Versuche unternehmen und alle Mittel in die Waagschale werfen, die uns zur Verfügung stehen. Ja, dann gibt es noch eine
Weniger gute Nachricht, es ist also so, dass mir heute Morgen vor dem Training Björn Schlicke eröffnet hat, dass er sein Amt niederlegen möchte. Ich habe seine Beweggründe zur Kenntnis genommen und bevor die Nachfrage kommt, darf ich Ihnen auch mitteilen, dass er sich unbelastet von der Binde und einzig und allein auf die sportliche Leistung konzentrieren möchte und deshalb darum gebeten hat, beziehungsweise er es mir mitgeteilt hat und ich habe ihm für die zurückliegende Zusammenarbeit gedankt und Shamil Chinaz wird derjenige sein, der künftig als Nachrücker, der war ja Stellvertreter von Björn Schlicke, das Amt begleiten wird. Dankeschön.